Unsere Mission ist es, den Wasserstoff als Kraftstoff im Verkehr zu etablieren. Wir wollen erdölbasierende Kraftstoffe ablösen. Dass es uns gelingen kann, das Ölzeitalter durch ein Wasserstoffzeitalter abzulösen, das motiviert uns. Ziel ist es, den normalen Dieselmotor weiterzuentwickeln zu einem emissionsfreien Wasserstoffmotor, der dann eben emissionsfreie Lkw-Mobilität in Europa erreichen soll. Ja, wir haben viele Partner im europäischen Forschungsraum, Motorhersteller, Komponentenhersteller, natürlich auch der Fahrzeughersteller, wo wir gemeinschaftlich unter der Führung von der KIO dieses Projekt entwickeln und aufbauen. Die Europäische Union hat ja im Februar letzten Jahres die CO2-Gesetzgebung für Nutzfahrzeuge erlassen. Und unsere Kernkompetenz ist es eben, den Verbrennungsmotor so weiterzuentwickeln zu einem emissionsfreien, CO2-freien Wasserstoffmotor. Wir haben aber ganz bewusst den Wasserstoffmotor ins Zentrum unseres Geschäftsmodells gestellt, weil wir sehen, dass Klimaschutz ja schnell vonstatten gehen muss. Den dominierenden Antrieb, der 99% aller Maschinen und Fahrzeuge heute ausrüstet, den kann man nicht einfach ignorieren. Der muss da eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen. In der Summe war das für uns die Entscheidung, auf die Nutzfahrzeuge zur Markteinführung zu setzen. Wir sehen aber, dass auch im Pkw-Bereich der Wasserstoffmotor sehr attraktiv sein wird für Endkunden, aber auch zur Erfüllung der CO2-Gesetzgebung in der Zukunft für die Hersteller. Jetzt stehen wir in Nordhausen in Thüringen vor einem 12 Meter Stadtbus. Ein Konzept, das zeigt, dass der Wasserstoffverbrennungsmotor in einem Bus funktioniert. Einer von vier Bussen, die Anfang der 2000er bei der BVG in Berlin eingesetzt wurden. In Summe knapp 1 Million Kilometer betrieben wurden und gezeigt haben, das Konzept funktioniert problemlos. Der Blick in den Motorraum ist unspektakulär. Das ist ein Motor, so wie man es von Diesel- und Erdgaskonzepten her kennt. Und das Ganze bekommt man mit Wasserstoff emissionsfrei. Und wie wir einen modernen Wasserstoffverbrennungsmotor entwickeln, das schauen wir uns jetzt gemeinsam am Prüfstand an. Hier am Prüfstand, dem Herzstück unserer Entwicklung, stehen wir vor unserem 7,8 Liter Prototypenmotor, mit dem wir den thermodynamischen Proof of Concept bereits vollbracht haben und arbeiten gerade an der nächsten Phase in unserem Entwicklungsprozess, der kundenspezifischen Applikation, mit der wir letztendlich auch das Proof of Concept auf der Straße liefern wollen. Wasserstoff, der ideale Energieträger für ein verbrennungsmotorisches Konzept. Wasserstoff verbrennt sehr, sehr schnell und damit hocheffizient. Er hat eine sehr, sehr hohe Energiedichte und ermöglicht damit ein hohes Lastpotenzial von dem Motor. Ja, wir, glaube ich, haben mittlerweile alle verstanden, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung ist für die menschliche Zivilisation. Hier müssen wir natürlich alle Kräfte bündeln im europäischen Forschungsraum, um CO2-freie Technologien in die Mobilität zu bringen und zu etablieren. Und aus unserer Sicht spielt hier der Wasserstoffmotor natürlich eine immense Rolle. Der Wasserstoffmotor kann für uns Vorreiter und Traktor sein für alle CO2-freien Wasserstofftechnologien, die wir noch brauchen in der Zukunft.